So, unsere Stadtbibliothek, die feiert Jubiläum. Und was ist meine schönste Geschichte zur Stadtbibliothek? Ich kann mich noch total gut erinnern. Ich gehe ja schon mein ganzes Leben dorthin mit Bücherbus und allem drum und dran. Und vielleicht erinnern sich der eine oder andere auch noch dran. Früher, da gab es ja dieses Lochkartensystem hinten drin im Buch. Da waren diese Karten und die mussten dann immer ausgefüllt werden. Und der immer schrecklichste Moment war, wenn man seine Bücher zurückgebracht hat und schon wusste. Und in diesem großen Stapel, ja, weil man, da sind auch welche drin, die sind ein bisschen zu spät. Und gerade wenn man jetzt, ja, so mit 10, 11, ja, das war immer ein Stehen gefühlt vor diesem riesengroßen Tresen. Wahrscheinlich war der gar nicht so groß, aber hat sich für einen selbst so groß angeführt. Und dann der strenge Blick und der Spruch, na, nachzahlen, nachzahlen musst du wieder. Der war nicht immer so ganz freundlich, aber es hat schon gewirkt, sodass ich heute es meistens schaffe, meine Bücher rechtzeitig abzugeben. Unsere Kinder, die müssen die Lektion allerdings noch lernen, die zahlen auch regelmäßig nach, aber heute nicht mehr mit der Karte, sondern heute ist das ja alles viel, viel moderner. Meine Geschichte zur Stadtbibliothek, ich wünsche alles Gute, viel Erfolg weiterhin und vor allem viele Leserinnen und Leser.